Er aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus führen Clara Ortega und Marc Westerhofen jetzt nach Köln-Port. Siehst du was? Hier, da ruft einer um Hilfe. Oh. Komm, lass uns mal schnell mal hochmarschieren. Wo ist denn das jetzt? Hier oder was? Ich klingel einfach mal überall. Da sind zwingend einer, der die Tür aufmacht. Ja, wir kommen! Die Polizei! Hallo, machen Sie mal gerade die Tür auf. Da oben ruft einer um Hilfe. Ja, das ist mein Vermieter. Irgendwie ist das Ganze heute ein bisschen eskaliert. Wir wollten ihn eigentlich... Kommen Sie mit. Erklären Sie uns das von mir oben so. Ja, wir kommen. Wo ist er denn hier? Wo wohnt er hier oder was? Ja, der ist hier drin. Ja, lassen Sie mich mal reingehen, ja. Warten Sie mal ganz kurz. Hallo, die Polizei ist hier. Hilfe! Hallo? Was ist denn hier los? Gehen Sie mal beiseite. Wir haben mich hier festgemacht. Ja, alles gut. Das ist ein Perverse, ich muss jetzt. Moment, erstmal ganz langsam. Warum sind Sie denn da festgemacht? Was ist da los? Sie haben mich einfach festgemacht. Sie sind meine Wohnung gekommen. Beide haben mich hier reingeschaut und irgendwas von Kameras erzählt. Jetzt mal ganz entspannt. Sind Sie verletzt? Nein, aber. Ja, aber brüllen können Sie ja ganz gut. Dann kommen Sie jetzt mal runter. Ich mache Sie jetzt gerade erstmal los. Ich gucke mir das mal an. Wie sind Sie denn da festgemacht hier? Mit der Schelle. Mit einer Handschelle? Sie muss hier ernst. Mach mich doch mal hier los, Mann! Ja, alles gut. Haben Sie einen Schlüssel denn dafür? Wer hat denn den festgemacht? Nein, ich hab den Schlüssel. Sie haben einen Schlüssel? Hey! Ja. Also haben Sie denn auch festgemacht, oder ja. Wie? Das ist ein Perverser, der muss sich festnehmen. Und warum haben Sie den denn? Wie? Mein Laptop! Der hat... Also hier, ist das... Moment, ist das sein Laptop? Oh, ja, ich brauch die Bilder von meinem Schlafzimmer, ich muss die irgendwie löschen. Du brauchst gar nichts, weg da! Sie machen jetzt erstmal nichts. Erstmal klären wir das hier. Also, Sie haben ihn festgebunden. Ja, weil... Also, weil er ein Perverser ist. Ja, ohne die. Also, er ist ein Perverser. Wir können das jetzt mal gerade mal einfach mal... Sie sind ruhig, ne? Sie sind lieb und so und alles ist gut, alles ist schick. Sie rasten jetzt gleich hier nicht aus und hüpfen auch nicht aus dem Fenster raus. Ich mach's jetzt erstmal los. Ist das in Ordnung? Okay. Gut. Ich will, dass Sie auch hier keinen Stress haben, ne? Was sind die für Handschellen? Wo haben Sie die denn her hier, Mann? Die sind richtig stabil, die hat die auch nicht aufgekriegt. Dame mitgebracht. Aha. Hätte ich das gewusst, so ein Pack hätte ich nicht in die Wohnung gelassen. Ja, jetzt mal langsam hier. Pack. Pass auf, Sie stehen jetzt Sie mal sind langsam. Derjenige, der Kameras bei mir im Schlafzimmer installiert. Also. Ich habe gar nicht mit Kameras am Hut. Ich habe keine Kameras. Was für Kameras? Moment, wir müssen erstmal die Verhältnisse klären. Wessen Wohnung ist das hier überhaupt? Meine! Das ist Ihre. Und Sie? Wir sind unten. Wir wohnen unten. Sie wohnen unten drunter. Ja. Und in welchem Verhältnis stehen Sie jetzt? Unser Vermieter. Jetzt kommen Sie erstmal hier rüber. Das, die behalte ich erstmal, ne, weil Freiheitsberaubung ist eine Straftat. Und was er gemacht hat, ist keine Straftat. Ja, aber trotzdem, das ist jetzt erstmal eine Straftat. Ja, aber siehst du direkt auf mich zu und schau hier rein. Moment. Setzen Sie sich mal da. Genau, einfach mal hinsetzen. Wir waren jetzt mal dabei, den Sachverhalt zu klären. Sie behaupten, dass er irgendwelche Bilder von Ihnen. Hat, ja, oder wie? Eine Kamera. Ich habe eine Kamera bei mir im Zimmer gefunden und es ist mein Schlafzimmer. Also ich muss diese Bilder auf jeden Fall jetzt gleich finden und dann werde ich sie löschen. Und es ist auf der Laptop nichts von euch drauf. Es ist mein Laptop und ich habe auch keine Kameras installiert. Ja, und warum scheust du dich dann so, dass wir dann deinen Laptop gehen? Weil es mein Privateigentum ist. Ina! Oh, Mama? Ina, was machst du denn? Was ist das jetzt? Was ist hier los? Wir haben unten eine Kamera bei mir im Zimmer gefunden und wollten ihn darauf ansprechen. Aber er tut so, als wüsste er von gar nichts. Mit den heimlich installierten Kameras will der Vermieter nichts zu tun haben. Dass er in der Wohnung war, gibt der Mann allerdings zu. Dafür hat er aber auch eine Erklärung. Dass ich in eurer Wohnung drin war, das hat er wohl selber schuld. Weggegangen, Fenster aufgelassen, Gewitter zieht auf. Und was ist? Die Bude ist neu renoviert, die ganze Wohnung neu renoviert. Ich habe keine Lust, alles neu zu renovieren, weil das Fenster aufgelassen wird. Hier, machen Sie mal auf. Das gibt Ihnen trotzdem nicht das Recht, die Wohnung zu betreten. Sie haben die vermietet und damit haben Sie erstmal nicht das Recht, ohne Grund an die Wohnung zu gehen. Es sei denn, Sie waren damit einverstanden. Nein, wir wussten gar nichts. Nein, überhaupt, dass Sie von vorab schon beim Mietvertrag abschließen, damit einverstehen, dass er einen Schlüssel behält und dass er in die Wohnung mal rein darf. Nee. Gut. Ja, das ist egal, aber deswegen halt... Wenn das nicht vereinbart worden ist und im Mietvertrag so festgehalten ist, dürfen Sie nicht in die Wohnung, da haben Sie einen Hausfriedensbruch begangen. Ist nicht. Auch als Vermieter, spielt gar keine Rolle. Wenn es da halt nur der Mann ist, Gefahrenverzug, Türen treten, Schlüsseldienst rufen oder sonst was. Aber wenn Sie den Schlüssel haben, den können Sie gleich direkt abliefern. Aber jetzt wollen wir wissen, was ist denn überhaupt hier los mit der Kameras? Wo sind die Kameras denn jetzt? Unten. Ich weiß noch nicht. So, was ist mit dem Laptop jetzt hier? Ist da irgendwas drauf? Müssen wir da mal nachgucken oder? Wenn Sie wollen, können Sie drauf gucken, aber die Mädels oder
Die Mutter möchte nicht, dass da einer von denen drauf rumfummelt. Also ich habe nichts zu verbergen. Okay, also das heißt, es ist ein Jungs-Laptop. Ist ein Jungs-Laptop, wenn man so möchte. Ja, habe ich verstanden, alles klar. Unter uns jetzt, ich glaube, das brauchen wir nicht gucken. Nee. Erstmal nicht. Ich würde sagen, wir gehen das mal dem Verdacht nach. Mal. Wir gucken uns erstmal, Sie zeigen uns erstmal die Kameras, die Sie da angeblich gefunden haben. Ja? Für die beiden Studentinnen steht fest, der Vermieter hat etwas mit den Überwachungskameras zu tun. Die Beamten schauen sich zunächst das Schlafzimmer an. Haben Sie jetzt in der Wohnung, haben Sie nur diese Kamera entdeckt oder haben Sie mal geguckt, ob noch mehr Kameras hier hängen? Nee, wir hatten überhaupt gar keine Zeit. Wir haben das gesehen und sind direkt hoch, weil wir erstmal voll schockiert waren. Aber ich weiß nicht, was der hier noch gemacht hat. Mama? Mama, kannst du mal bitte meine Sachen im Büro lassen? Mama? Ja, mein, ich brauch doch nicht kommen. Ich wollte dir doch nur helfen. Lass mich dir doch Wie denn helfen? Das ja, wir haben ein paar Aushaben. Das hab ich hier reingemacht. Ich weiß ganz genau, was hier drin ist. Ja, hast du Geheimnisse vor mir? Ich kann dir doch helfen, das ist ganz und gar nicht dasselbe. Ich weiß gar nicht, was zum Teufel. Ich weiß gar nicht, was du dich immer so anstellst. Lass dir doch helfen. Wir müssen gar nicht darüber gerade diskutieren. Ich möchte jetzt, dass du. Können wir das nachher klären? Oder ist das jetzt mega wichtig, dass wir das jetzt in dem Moment klären müssen? Weil sonst würden wir jetzt gerne mal nach der Kamera suchen. Ja. Obwohl die Mutter noch nie in der neuen Wohnung war und ihrer Tochter nur zu gerne helfen würde, ist das jetzt erst einmal nebensächlich. Gibt es etwa noch mehr Kameras? Was ist denn das da? Also ich glaube, eventuell kommt mir das neu vor. Also könnte das, das sieht ja, guck mal, das sieht so aus wie das so, Ding, was du, was man... Das ist ein Perverser. Da oben jetzt hier. Wie kommen wir denn da hin? Das ist so eklig. Ist eine Kamera. Also ich würde gerne mal eine, ich würde gerne mal diese Kamera mal da runter, weil da hinten, da kommt man nicht dran. Ich brauche aber irgendwie eine Leiter. Wo haben wir denn eine Leiter? Haben Sie eine Leiter oder irgendwas? Ich weiß es auch. Alter. Ist das gerade dein Ernst? Woher weißt du, dass die Leiter da hinten steht? Die steht doch immer irgendwo hinter der Tür. Ach so, immer. Wir sind gerade neu eingezogen, aber die steht immer irgendwo. Cool. Also sie war noch nie hier, ne? Und die erste Tür, die sie aufmachen, da steht die Leiter dahinter. Das war Glück. Nachdem die Beamten darauf hingewiesen haben, dass die Fingerabdrücke auf der Kamera den Täter identifizieren, kommt es zu einem sehr plötzlichen Geständnis. Ja, okay. Was, Ina, okay? Tut mir leid. Ich hab einen Schlüssel von deiner Wohnung. Und ich hab die Kameras hier. Das ist nicht gerade. Was zum Teufel? Was ist los mit dir? Warte mal, stopp. Ich wollte nie, dass ihr zusammenzieht. Stopp. Ja, die ist ein schlechter Umgang für dich, Ritter. Ja, andauernd hast du irgendwelche Jungs da. Ich möchte nicht, dass meine Ina auch so wird. Wie dramatisch. Hast du bei mir auch Kameras hingepackt oder so? Ja, überall. In jedes Zimmer. Bei mir auch? Ja, dass ich ja nicht wusste, wen welches ist. Ich war ja noch nie hier. Rein rechtlich hat die Ina natürlich schon ein paar Möglichkeiten ihrer Mutter gegenüber. Könnt ihr anzeigen, verklagen, weiß der Teufel was. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man muss mal die Kirche hier im Dorf lassen. Das ist immer noch Mutter, Tochter. Und ich glaube, so ein Gespräch im Nachgang, was ich vielleicht auch versucht habe, was heute nicht durchführbar ist, aber vielleicht innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen, die müssen sich zusammensetzen und eine Lösung finden. Die Studentin und ihre Mutter haben sich ausgesprochen. Die 40-Jährige hat begriffen, dass sie sich in Zukunft aus dem Leben ihrer Tochter heraushalten muss.